Willkommen bei Sea of Stars. Nach der fatalen Niederlage und dem Verrat unserer Mitstreiter, ja, überlegen wir jetzt, wo es weitergeht. Und Captain Klischee ist nicht da. Die Kapitänin ist fort. Sie benimmt sich so komisch in letzter Zeit. Seit wir hier sind, ist sie nicht mehr dieselbe. Irgendwas stimmt doch nicht. Ei, nun, ihr seid also losgezogen und habt eure Dinge erledigt. Gratuliere, schön gemacht. Seid ihr nicht stolz? Ihr habt gerade viele Leute gerettet, ihr seid die Besten. Es ist so viel passiert, wir müssen das alles erst noch begreifen. Warum das lange Gesicht? Ist etwas Unvorhersehbares passiert, wie immer. Ihr seht aus, als hätte sich eben herausgestellt, dass euer Mentor ein Bösewicht ist oder so ähnlich. Ja, oh, wie recht sie hat. Gut, nach dem Intro geht's richtig los. Oh, ist das denn wirklich so? Gut gemeinte Absicht ist mein zweiter Vorname. Tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass es so schlimm ist. Also ich... Schon gut, Yolande. Es ist gerade etwas viel. Nun, falls ich helfen kann, sag Bescheid. Ja, so von wegen kritisch und bedauern und ja... Da wäre etwas tatsächlich, Yolande. Schieß los, aber nicht mit echten Patronen, ja? Risk wurde schwer getroffen. Wir haben den Befehl hinzugehen und den Schaden zu begutachten und zu helfen. So gut wie erledigt, mein Sohn, natürlich. Seid ihr bereit, Segel zu setzen? Falls ihr hier fertig seid, natürlich. Nein. Ich würde dem verfluchten Wald fernbleiben. Ja. So, jetzt sind wir soweit. Lasst uns Segel setzen. Große Archive. Da die Auferstehung des Eremiten der Zwietracht eine längst verloren geglaubte Schreckensherrschaft ankündigt, erscheint die Hoffnung für eine Welt mit nur noch drei Kriegern der Sonnenwende spärlich. Über ein Dutzend Krieger konnten ihn kaum aufhalten. Über 20 sind gestorben. Wie sollte das nochmal passieren? Jetzt, wo der Schleier der Lügen erhellt ist und ein Teil ihrer Unschuld zurückbleibt, gehen unsere Helden zurück nach Brisk, wo ihr Direktor einen Weg nach Messer Island finden will. Mit dem Ziel, den Überlebenden der Katastrophe zu helfen, stürzen sie sich kopfüber in das Auge des Sturms, um sich einem legendären alten Fluch zu stellen. Hafenstadt Brisk. Oha, da ist ja nichts mehr wie vorher. Der Eremit ist mitten in die Stadt gestürzt. Sera ist dort drüben. Tut uns leid wegen der Verspätung. Tun wir's. Nix von wegen Wiedersehensfreude. Hier geht's sofort los mit Action. So, jetzt sitzt sie auch wieder auf der richtigen Seite. Mal sofort Luft verschaffen hier.
Das war jetzt überraschend, dass man die Kugel angreifen kann. Wow. Über 300 Schaden. Die sind viel stärker als jene aus der Villa. Wie kann das nur sein? Dieser Eremit der Zwietracht muss schrecklich sein, wenn die Gegner hier so stark sind. Und weit und breit keine Sonnenfinsternis. Es muss einfach einen Weg geben. Finden wir heraus, was wir können. Der Eremit muss irgendwo abgestürzt sein. Wir finden ihn. Bitte, bitte, bitte nicht fressen, nicht fressen, nicht fressen. Ich will nicht gefressen werden. Hey, du bist in Sicherheit. Suche am Hafen nach Yolande. Ihre Gruppe wird sich um dich sorgen. Krieger der Sonnenwende. Luana sei gepriesen. Bitte helf den anderen. Okay, Katastrophe trifft es hier wirklich. Wir werden diese Dorfbewohner schützen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kenatan. Keine Sorge, Mädchen. Wir können schon selbst auf uns aufpassen. Hey, Kumpel, wenn du andere Dorfbewohner siehst, schick sie zu uns, ja? Wir haben während der Katastrophe fast alles verloren. Aber wenn ihr irgendetwas für die Reise kauft, haben wir Geld für den Wiederaufbau. Geschnitztes Schwert, knöcherner Stab, Knochenausrüstung, gespenstischer. Mhm. So, ich wollte erstmal verkaufen. Ich mache euch erstmal arm. Nicht wirklich. Sonnenwende Magiering. So, Silberschwert haben wir verkauft. Der nützt nichts. Und ich habe meine eigenen Gerichte verkauft. Ich bin ja so ein Held, ne? Na gut. Aber wir haben gerade gemerkt, ich kann das, was ich koche, auch verkaufen. Cool. Aber das gibt richtig XP-Punkte hier. Danke. Ich war sicher, ich müsste hier bleiben und heute sterben.
Schaffst du es alleine zum Hafen? Die Leute versammeln sich dort, während wir uns um die Monster kümmern. Ja, danke. Ich wünschte, ich hätte mehr anzubieten. Tomaten-Sandwich erhalten. Danke. So übel hier. Auch das schöne Brisk. Für echt, die Stadt kann wieder aufgebaut werden. Da unten ist auch einer drin. Okay, die geben aber wenigstens gut XP-Punkte. Ich sitze hinter diesem großen Block fest. Könnt ihr ihn bewegen? Ja, können wir. So. Uff, das war knapp. Ich sollte mich zum Hafen aufmachen. Vielen, vielen Dank. Hier. Pilzsuppe erhalten. Drei davon. So, das war doch mal ein schöner Rundumangriff.
Hui. Der war mies. So, das sah jetzt gut aus. Eieieiei. Oh, hier war anscheinend keiner drin. Schade. All die unschuldigen Leute. Wie groß ist dieses Ding? Hey, ihr seid Krieger der Sonnenwende, oder? Wir haben alle Monster vernichtet. Es ist fürs Erste vorbei, aber noch nicht dauerhaft. Das Große ist weggeflogen. Es könnte zurückkommen. Oh nein. Uah, nein, nein, wir sind verloren. Keine Sorge, meine Freunde, ihr seid stärker als das große Monster. Versprochen. Wirklich? Absolut, ich kenne sie schon ewig. Uah, ja. Hier ist es vorerst sicher. Bitte versammelt euch mit den anderen am Hafen. Wir lassen euch nicht im Stich. Wir bringen das in Ordnung. Versprochen. Danke. Hoffentlich geht es meinem Bruder gut. Wir können hier nicht bleiben. Wo sollen wir hin? Wir müssen uns eine neue Bleibe suchen. Ich wurde hier geboren und werde hier sterben, wie meine Ahnen. Wir werden alles wieder aufbauen. Ich würde lieber woanders hin. Okay, ganz ruhig. Wir arbeiten an einer Lösung. Beruhigt euch doch erstmal, Leute. Was sollen wir hier tun? Einige von ihnen müssen sicherlich fort, aber... Für Lucent sind es zu viele. Außerdem haben die dortigen Einwohner ihre eigenen Sorgen und Probleme. Yolande, fällt dir irgendein anderer Ort ein? Ei, ich schätze, ein paar von denen brauchen einen Neustart. Kenatan? Was ist mit der kleinen Insel im Nordosten? Oh, die unbewohnte mit den Kiefernwäldern. Könnte funktionieren, ei. Ganz genau. Wir kennen den Weg, aber mit der Kauderbarke können wir nicht hin. Dazu müssen wir aufs offene Meer, also braucht es ein ordentliches Schiff. Okay, das klingt schon mal gut. Gute Neuigkeiten, Leute. Wir kennen den perfekten Ort für alle, die Brisk verlassen und neu beginnen wollen. Juhu, ja. Hat zufällig jemand von euch ein Schiff, so eine Kleinigkeit? Hör mal, Kumpel, ich bin ja praktisch veranlagt, aber dieser Hafen ist im Eimer, kaputt, zerstört. Bleibt nur noch eine Option, wie es scheint.
Oh, deine Gedanken gefallen mir, Freund. Dann schieß mal los, Großer. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir holen uns die abendliche. Was denn sonst? Klares Nein, Freundchen. Nein, dazu kommt es erst, wenn die Kapitänin es will. Jonathan hat recht, die Zeit ist reif. Ahoi, Kapitänin. Wir dachten schon, du wärst weg. Wo kommst du auf einmal her? Wird dieses Schiff gut genug sein, um die Siedler zu der Insel zu bringen, die Yolande erwähnte? Das ist doch die Frage. Bitte, Sohn, die Abendliche könnte selbst das Meer von Yolande. Verzeihung, Kapitänin, ich plaudere zu viel. Ich weiß, ich wollte keine geheimen Informationen preisgeben. Wie wird uns dorthin bringen? Garantiert. Wenn ein Schiff, dann sie. Okay, wie sieht der Plan aus? Das Boot ist verflucht, oder? Tatsächlich ist das der einfache Teil. Wir müssen nur an Bord und den Besitzer treffen. Dann muss die Kapitänin das Schiff mit der von euch beschafften Münze und toter Einwilligung kaufen. Ein solider Plan. Da kommen wir nicht mal ins Schwitzen. Das ist easy peasy. Das werden wir dann noch sehen. Ja, genau. Fürs Erste wandern wir zur Halbinsel und warten. In der Dämmerung wird die Abendliche für einen kurzen Moment erscheinen. Das Zeitfenster ist klein, also müssen wir an Bord gehen, ohne zu zögern. Und bis dahin fällt mir hoffentlich was ein. Kein Problem, Kapitänin, wir folgen dir. Bis in die Hölle. Ich lasse meine Muskeln spielen. Bin sowas von aufgekratzt. Ihr drei werdet nicht mit uns kommen, verstanden? Kapitänin? Wenn wir es nicht schaffen, müsst ihr einen anderen Weg finden, den Dorfbewohnern zu helfen. Es tut mir leid. Nein, wir bereiten uns schon so lange darauf vor. Unser Endziel ist dasselbe. Aber vorher bleibt ihr in Sicherheit. Könnt ihr das für mich tun? Alles für die Kapitänin, alles für die Mannschaft. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wie war der nochmal? Ach ja, Jonathan. Ei, ei, Kapitänin. Können wir euch wenigstens sicher zur Halbinsel geleiten? Natürlich. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ich habe alles verloren. Ich kann hier nicht bleiben, ja. Krieger der Sonnenwende, nochmals danke, dass ihr mich vorhin gerettet habt. Ich hörte, ihr habt Dorfbewohnern geholfen. Hier eine kleine Belohnung. Pilzsuppe erhalten, schön. Ich bleibe, wir bauen alles wieder auf und machen Brisk noch besser als je zuvor. Will wieder in den Geheimladen? Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist. So plötzlich... Wie aufregend, dass wir endlich den Lohn für unsere Suche nach der Münze und toter Einwilligung bekommen. Das wird ein Handel für die Ewigkeit. Endlich die Abendliche. Wir haben während der Katastrophe fast alles verloren. Aber wenn ihr irgendetwas für die Reise... Ja, das ist die Händlerin wieder... Wir haben kein Zuhause mehr. Was sollen wir nur tun? Jo. Schade eigentlich. Was sagt hier Yolande? Wollt ihr einkaufen? Wir können schnell zur Gespensterinsel zurück, wenn ihr wollt. Ja, natürlich. Nein.
Doch, das reicht mir schon am Lagerfeuer. Den Gerichte ausruhen. So, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es in Brisk weiter. Bis dahin, schaltet wieder ein, wenn es heißt Sea of Stars. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.